Wuppdidu, wahoo! Wir wollten ja das Labor betreten. Mein Deutsch ist wieder äußerst beschränkt. Wir haben ja gelernt, dass dieses Ding nicht trinkbar ist und ich habe gelernt, dass ich noch Sachen zaubern sollte. Wir hören die Gox schon in die Ecke. Feuern, deshalb Feuerschutz, auf jeden Fall noch magisches Auge. Das ist ja irgendwie alles aus gerade. Fackellicht, bevor ich sie da vergesse. Wir wollen ja Licht haben. Auf jeden Fall helfen wir uns sehen noch, aber. Muss ja nicht alles sofort kommen. Ich glaube. Ja, Wasser. Okay, ich weiß nicht, was die Augen genau zaubern, aber. Sicher ist sicher. Und ansonsten. Steinhaut gegen die Golems auf jeden Fall. Und dann noch Schutz gegen Magie. Das ist auch ganz praktisch. Dadurch können wir immer nicht irrsinnig gemacht werden oder irgendwas bei den Augen nachher. Oder auch nicht in Schlaf versetzt werden. Und das letzte Mal können wir die Golems ja jetzt Kopf an Kopf bekämpfen. Das sind dabei jetzt eh nur Eisengolems. Weil ich hier noch was anderes. Egal. Scheinbar mögen die Sibitscher aber nicht unbedingt und ist alles in Ordnung. Sieht so aus. Das nehme ich doch gerne hin. Gut. Bei den beiden Dingern hier, gelb für Genauigkeit, das hatte ich doch mit ihnen letztes Mal gehabt. Also kriege ich das Tür an der Runde. Und grün für Ausdauer. Da hatte ich. Irgendeiner hat es noch nicht bekommen, oder? Auf jeden Fall braucht Couch davon noch einiges. Und komme ich wohl kaum hoch von der Höhe her. Das heißt, ich gehe woanders lang. Also war hier unten in der einen Ecke gar nichts gewesen. Ist hier irgendwie ein Geheimweg? Sieht nicht so aus. Und ich höre schon irgendwie diese bösen Augen wieder mal. Nicht, dass ich nicht wüsste, dass es die hier gäbe, aber man hört sie ja doch ziemlich deutlich. Deutlich. Entferne dich bitte und danke, dass du es geschafft. Ah, noch eins. Oh! Weg mit dir. Danke. Das ist ein Schalter und ich hoffentlich. Ah, geheime Türchen oder Schon Kissen. entschärft. Absolut Und wir haben einen wertlos. Stab gefunden. Ich bin mal so frei und werde hingehen, den zu verzaubern. Ich kann ja eigentlich alles verzaubern, glaube ich. Und dann gucken wir mal, ob der ganz hilfreich wird, wer weiß. Na, nicht wirklich. Schade. Schon entschärft. Absolut Gut, wertlos. Absolut dass wir noch einen Versuch bekommen. Absolut wertlos. Absolut wertlos. Naja. Den werde ich dankend wahrnehmen. Und hoffen, dass was Sinnvolles bei rumkommt. Geschwindigkeit der Waffe. Da ist kein Platz Besser mehr. als so eine Keule, mal ernsthaft. Ach Gott. Naja. Was will man tun? Was will man tun? Am liebsten gar nichts. Ah, das sieht doch mal stark nach einem Laborraum aus. Sogar sehr interessant aus, ja. Puh. Was ist das hier? Nichts, okay. Aber die schwarzen Tränke will ich alle einsacken. Wahrer Intellekt. Dann die weißen Tränke, denke ich mal, auch noch. Die sind ja auch nicht schlecht. So, den Rest lasse ich erstmal liegen. Obwohl so Sachen wie Drachenaugen kann ich auch noch mitnehmen. Die haben wir noch einen Effekt. Ja, und die Edelsteine vielleicht auch so. Was haben wir noch alles hier rumliegen? Die Philosophensteine auf jeden Fall, und das sind nämlich die besten Katalysatoren überhaupt. 75 Stärke daraus kann man dann Tränke mit fast 100 Punkten brauen, wenn man es richtig anstellt. Drachenaugen sind immer schön und. Hihi, schwarze Tränke, die gucke ich mir mal alle an. Die können nicht schlecht sein, die haben immer irgendwas Praktisches vom Effekt her. Der Rest wird erstmal liegen gelassen. Ich will mich ja hier nicht festhalten, obwohl den nehme ich noch mit. Und was haben wir denn unter anderem? Wahres Glück, Stein. Ne, den hatte ich schon vor. Wahre Reaktion. Damit mit die war ich eingesammelt. Und Intellekt und Waffen und das Drachentöter. Das, na gut. Dann habe ich. Mit Glück. Reaktion habe ich auf jeden Fall noch nicht mit allen. Das würde ich dann ihm geben, weil dann habe ich den schon mal so weit fertig. Vorerst, was die Dinger angeht. Ach, ein Philosophenstein. Und ich kriege gerade keinen ganzen Satz zusammen. Auf jeden Fall war das in diesem Raum scheinbar alles, was ich haben möchte, zumindest. Ups, naja. War Schwefel, von daher nehme ich es gerne mit. Wow. Ich habe eine Falle nicht gesehen. Tatsache. Sechster Sinn ist also bisher mit. Meister noch nicht hoch genug, um das zu sehen. Zu wissen.
Das beweist immer ein weiteres Mal, dass dies ein ziemlich hochleveliges Gebiet, ein ziemlich hochleveliges Gebiet sein soll. Der reinste Plunder. Aber die Singer da sprechen irgendwie gegen. Und Zauberpunkte mehr Zeit haben die meisten schon. Schon entschärft. Absolut wertlos. Das ist sowieso automatisch. Von schon entschärft. Der reinste Plunder. Absolut wertlos. Solche Dinge kann man meistens sehr gut verzaubern. Das werden wir auch direkt mal versuchen. Ich meine, warum nicht? Verzauberter Ring, der noch nicht verzaubert ist. Reaktion plus 13. Davon hat er erstmal gesucht. Das würde ich auch direkt dir geben. Oder? Na, du hast doch ganz gute, ganz schicke Sachen an. Dann geben wir das erstmal. Reaktion. Ja, ist, warum nicht so mit. Man hat auch so viele Ringe, aber der hat nicht so gute. Wisst ihr was? Ich gebe es einfach Tyra. Die hat noch nicht so viel. Die hat noch nicht so viel Zeug und das passt dann dort auch ganz rein. Ganz gut rein, meine ich. Da fällt mir noch ein paar. Da fällt noch ein paar Sachen, die ich verzaubern könnte. Die Stiefel zum Beispiel. Die haben jetzt was. Wow, das lohnt den jetzt. Danke. Wie gut, dass das Ding relativ wenig Schaden verursacht. Schon entschärft. Das wird dann mal richtig spaßig hier drin, alles einzusacken. Der reinste Plunder. Schon entschärft. Richtig spaßig. Und Ranger-Stiefel. Absolut wertlos. Zauberung ist auch sehr schön. Der reinste Plunder. Dann kann ich nämlich mal eben die von Schaffal austauschen. Wenn da was Gutes draufkommen wird und schlechter als Intellekt kann es eigentlich nicht sein. 17 Ausdauer. Habe ich die jetzt? Nein, habe ich noch nicht. Gut, jetzt habe ich es aber. Gut, gut. Schon entschärft. Das gefällt mir alles. Der reinste Plunder. Gut. Man sollte bedenken, man kann nicht alles verzaubern. Manche Items sind dafür ein bisschen zu unwertvoll, sagen wir mal. Aber ich sag mal so, davon, das sind nur die wirklich niedrigstufigen, über die Klassen. Niedrig bis Mitte. Ab der Mitte kann man nicht alles verzaubern. Wie man schon am Eisenkernstab erkennen konnte. Das ist gerade der zweite Stab, den man kriegen kann. Und hey, es hat funktioniert. Eine Großmeisterrolle. Das wird ja immer besser hier. Meine Fresse, haben die jetzt Zeugs eingebaut. Meisterrolle. Hier ist nichts. Und das war's dann wohl in diesem Raum. Naja, was soll's? Hübsch waren die Sachen, aber denke ich mal trotzdem. Wertlos. Lächerlich. Tag des Schutzes ist ganz praktisch, aber auch nur einmalig, dass eine Rolle ist. Leider. Den Zauber so zu haben wäre schon ganz nett. Gut, wo darf ich denn dann lang? Ich habe ja in den Schalter umgelegt. Vielleicht geht's ja jetzt unten weiter. So verhört man etwas. Vielleicht muss man durchspringen und dann ändert sich da oben irgendwas. Das klingt seltsam, aber es könnte ja was sein, nicht? Ah, es ist noch ein paar Kisten haben sich geöffnet dadurch. Seltsames Zeug. Wow, was ist denn das schickes Ding? Macht die Immun gegen Krankheit, Irrsinn, Lähmung, Gift, Schlaf und Stein in Ostdorf 25. Ich denke mal, da muss man keine großartigen Fragen stellen. Das Einzige, was passieren kann, ist halt ein direkter Todeffekt. Aber gegen Steingeschütze ist mal ganz praktisch. Und gegen Lähmung vor allem auch. Das nehme ich doch gerne mit. Sehr, sehr schön. Und 25 Ausdauer hat auch seine Schnitte. Dann das ganze Geld, was hier noch drin liegt. Der reinste Plunder. Absolut wertlos. Schon entschärft. Absolut wertlos. Ich glaube, das Geld kriege ich absolut wieder rein, wertlos. Der reinste Plunder. Paar, die wir ausgegeben haben. Schon entschärft. Absolut wertlos. Das Ding ist nicht wertlos. Ich überlege gerade, ob ich Schaffal gebe und das Ding dann an irgendwie anders überreiche. Absolut wertlos. Der reinste Plunder. Hexerring ist auch was Schönes. Da kümmern wir uns auch gleich mal drum. Erkennen plus 10, naja. Wo wir gerade bei Erkennen sind, die Stiefel hier kann ich mir eben ausziehen. Dann würde ich nämlich eben die hier rüber wechseln mit Ausdauer. Und dann die Stärke-Dinger anziehen. Dann passt mir das schon ein bisschen besser. Das waren dann alle von den Dingern hier, aber. Ach nee, da gibt es nochmal drei. Schon entschärft! Klasse. Der reinste Plunder. Schlafresistent. Lächerlich. Naja, das ist eh nicht so viel wertlos. Das Ding ist cool und den lasse ich jetzt mal liegen. Schon entschärft! Wenn ich absolut den wertlos. Sollte, aber absolut wertlos. Das Ding ist auch verdammt cool. Rubin absolut wertlos. Der reinste Plunder.
Kann ich auch Sachen da drin verzaubern? Nee, ich kann nicht auf Zauber zugreifen. Schon entschärft! Naja, nehm ich gleich die Plunder. Ich habe keinen Platz. Wertlos. Ich habe keinen Platz mehr. Nicht mehr in deinem Internat mit. Lächerlich. Wertlos. Boah. Lächerlich. Wir nehmen besser die Sachen. Wertlos. Naja. Wertlos. Was war's dann aber in der Kiste? Dann würde ich nämlich eben noch das mitnehmen und eventuell den hier, weil er vom Level her ganz gut ist. Und den kann ich auch noch mitnehmen. Denn ich glaube, meine Bögen sind ja an für sich nicht besser als der Kompositbogen. Warte mal, das war, glaube ich, aufladen. Deshalb... Na, Müll. schlecht erwischt. Sonst noch irgendwas? Ich glaube, damit haben wir den Raum hier. Dann fragt sich nur, wo wir sonst noch hin müssen. Scheinbar ist 6er sind noch nicht hoch genug, von daher kann ich da noch einen Punkt draufpacken. Vielleicht sehe ich dann ein bisschen besser, was? Wenn nicht, dann wäre es schade drum, aber was soll's. Denn irgendwie müssen wir hier den Teleporter ausschalten. Und ich bezweifle, dass das schon erledigt wurde. Naja, die Dinger, ey. Das beweist auf jeden Fall, dass wir noch nicht alles sehen können. Und das Ding hat auch keinen Effekt. Jetzt bin ich am Wundern, wo es lang gehen könnte. Auf jeden Fall ist da unten rechts noch ein ziemlich dickes bisschen an Schatzkammer, sagen wir mal.